So, wir sind jetzt in Köln und wollen zu Burger. Genau, wir wollen mal gucken. Enders ist da, Don Barbecue ist da. Wir wissen noch, ein paar YouTuber sind da und Influencer, die wir kennen. Wollen wir gucken, wie wir mal alles treffen? Wollen wir gucken, was es Neues gibt? Und was siehst du da hinten? Den Kölner Dom. Richtig, also sind wir wirklich in Köln. Übrigens, wir sind ganz weit oben. Also wir sind auf der obersten Parketage. Und das, obwohl unten alles frei ist. Wahrscheinlich haben sie nicht sauber gemacht. Es wurde alles abgesperrt. Ja. Und es sah gewischt aus. Also? Die haben, glaube ich, gesagt, die müssen ein bisschen Ausblick haben. Fahrt mal ganz hoch. Köln ist cool. So, wir sind bei Don Marco. Jo. Wir haben ihn schon auf der Gerne gesehen. Du hast uns gesagt, du hast auf der Burger was Neues. Ja. Deswegen sind wir gekommen. Also, pass mal, wir haben hier eine Freshes Pepper Mischung. Pfeffermischung, sehr, sehr hochwertig zu dieser Ware. Und wir haben hier oben drauf ein hochwertiges Mahlwerk. So vom Durchmesser, mit einer Geschwindigkeit. Und können halt schön dosieren. Also, das zum Beispiel hier ist jetzt eine Pfeffermischung mit als Highlight gerösteten Knoblauch und Ahornzucker. Super lecker auf Steak, auf Flügel, auf Fisch, Grillgemüse, Kartoffeln und so weiter. Damit sechs Stück von. Sechs Stück? Classic Steak Pfeffer. Wir haben einen mit Whisky Pfeffer. Also Whisky, der einen Bourbon mit Pfeffer dann getrocknet mit Chipotle Chili. Wir haben hier den Classic Steak. Smoked Garlic, geräucherte Knoblauch, mit Röstpfeffer und so weiter. Dann haben wir hier noch Red Heat, also diese Dose leuchtet im Dunkeln. Echt? Nein, ist halt hier. Verdammt, kann ich das rausschneiden wieder? Da haben wir Habanero-Pfeffer drin, Ancho-Chilis. So schön. Also schön scharf, schön. Es ist kein Killer, es haut einen nicht um. Okay. Du schmeckst die einzelnen Chili-Sorten. Also das hat richtig Habanero-Aroma, den rauchigen Ancho, den Chipotle und so weiter. Pfeffersorten, Röstpfeffer. Super leckere Sachen für die scharfen Mögen. Ja. Und was haben wir hier noch? Das zum Beispiel ist Black Smoke. Da ist halt unter anderem ein geräuchertes Salz aus Mexiko. Das Salz wird eine Woche lang in Apfelholz geräuchert. Das ist ein der Hammer. Dann ist da Räucherpfeffer drin und Röstpfeffer. Also wirklich richtig, richtig schöne, leckere Runde. So, jetzt bist du auch dran. Ich fange an. Ja. So wie gesagt, der ist smoky. Der riecht auch schon so. Geil, ne? Trotzdem ist es ein bisschen süßlich da drin. Ja. Lecker. Lecker. Rund einfach. Ich hab's vergessen, kann auch gut. Welchen hast du? Das schmeckt auch gut. Wir machen gleich noch ein schönes Foto von den sechs. Und ansonsten haben wir noch neu unsere Dips. Und zwar. Die hat Mega schon einmal durchprobiert. Die sind auch sehr lecker. Ja. Haben wir super Dip-Mischung. Okay. Zum Beispiel Wild Garlic ist Querlauf. Kann man einfach in Joghurt, Sour Cream, Quark, Butter, alles Mögliche reinrühren, um einen leckeren Dip zu machen. Mhm. Wir haben noch ein Mexiko-Dip, der halt nicht so bekannt ist. Wir haben was Argentinisches, so richtig Chimichurri. Also verschiedene Varianten davon. Die kommen auch in einigen Wochen am Markt. Okay, also sind auch noch nicht auf. Ja, komm. Maker, wie fandst du sie? Du fandst die alle gut? Ja. Ich hab's nicht probiert. Also du hast fast alle anderen probiert, ne? Und unsere beiden neuen Soßen, was uns viele freuen. Das waren sie wieder alle verfügbar. Die sind auch sehr lecker. Und da haben wir Peach Rum Chipotle, also Pfirsich. Mhm. Und das wird also die Cherry Bomb, Freunde, freuen. Eine Kirschsoße. Ja, das kann man nicht genug von haben. Ja. Also, Kirsche ist immer gut zum Racen. Das ist die Pfirsich. Nee, Rum drauf. Suchst du die Kirsche? Ja. Aber die Hühnchenspüler. Hier. Ja, rot. Willst du probieren? Live, komm. Hier ist ein Löffel. Warte, ich geh weiter raus, da bin ich besser drin. Selbe Einblendung. Habe ich eh immer drin. Das ist schmeckt. Und? Mega 50, oder? Das sieht mir der Kirschen. Für Kirschschnäppchen, für die Hähnchenbrust. Wir haben einen Schweizer getroffen, hallo, der schon seit gestern in Köln unterwegs ist. Richtig. Wie war es gestern? Flüssig, süffig,
und lecker. Und ihr habt richtig Geld da eingenommen, also für die Beachbody. Das hat gut gepasst, ja. 3.000 waren es. Genau, habe ich gelesen. Nee, war cool. Und bist du noch einen Tag länger da oder bist du die ganzen drei Morgen Tage hier? Morgen bis Mittag. Jetzt, daher muss ich wieder zurückfliegen. Ja, aber genießt ein bisschen Köln, das Wetter ist natürlich ein bisschen bescheiden. Jo, gestern ging's. Gestern war es super warm, ja. Ja. Ja, eigentlich hatten wir die ganze Zeit immer so Wetter, aber ich weiß auch nicht, ob es jetzt so schlecht wird. Nee, das passt ja. Wir sind ja in der Halle drin. Am Abend gehen wir irgendwo essen und dann passt es schon. Ja. Wir müssen halt genau, wir kommen ja aus Hannover, also auch nicht so weit weg. Ja. Ja, wir hatten dich im Frühjahr gesehen. Ja? Dann hatten wir uns vorbereitet, Hallo zu sagen. Und dann war's weg. Nee. Ja, Feuerstand war aber auch so gut besucht, das heißt, ja, das ist immer das Problem. Da überall, ist so, ich muss noch da, muss noch dort. Das ist ja schon ein bisschen bequemer, wie ich mal gesehen. Das ist so, definitiv. Ja, dann lass es dir gut gehen heute. Ja, hab und ich freue mich. Gucken Sie nach Hause. Danke dir. Hey. Also, ich habe Ihnen noch schon Fleisch jetzt zum gebracht. Zum zweiten Mal. Wir haben Robin hier, den haben wir schon im Frühjahr getroffen. Genau. Der hat gestern einen anstrengenden Tag gehabt. Ja. Ein paar hundert Leute waren da, aber es war super, ne? Bei Beachbody Blogger treffen. Wir haben 3.000 Euro einsammeln können für einen guten Zweck und ich sag mal, war ein erfolgreicher Tag, ne? War das erste Event und es war mega besucht. Events, die erfolgreich sind, werden auf jeden Fall wiederholt, denke ich mal. Richtig. Und nächstes Mal bist du hoffentlich auch dabei, ne? Ja, wir geben uns Mühe, dass wir nächstes Jahr beide vorbeikommen. Ja. Vor allem mit der Skoga zusammen. Ja. Das machen wir auch. Man muss ja mal gucken, dass das Kind auch was lernt zwischendurch. Ja, das ist wichtig. Man meint es nicht, aber es ist wichtig. Also es waren ja echt viele da, das muss man mal sagen. Ich wäre auch gerne da gewesen, weil einige davon haben wir noch nicht so getroffen. Grill war auch noch da, einfach so, ist er vorbei. Den haben wir schon vorne am Anfang. Ja, das ist der war gestern bei uns. Ne? Ja, ich war weiß. Dann der Johnny war wieder ja. da. Ne? Also es war einfach eine klasse Veranstaltung, kann man so sagen. Ja, also wir notieren uns das für nächstes Jahr. Dann sind wir dann auch bei dem guten Event. Sehr, sehr gut. Wir haben ja dieses Jahr auch noch ein gutes Event für euch. Aber in zwei Wochen. Oh. Ihr seid im Stadion, ne? Ja, wir sind demnächst im Stadion. Danke. Und grillen für die mit der Tafel zusammen für Kinder. Lass Alkohol dran. Alkohol, okay, das ist immer gut. Aber was für ein Alkohol ist da dran? Das war der Whisky-Pfeffer, ne? Ah, das war okay. Whisky-Pfeffer gewürzt. Ja, sehr lecker. Ja, dann, bevor sie alle weg sind, wir haben Björn, CH76. Glück auf. Glück auf. Und wir haben den Grillcoach. Hi, ich grüße euch. Svenja. Hallo. Alle da und die wollen gleich weitergehen. Wo wollt ihr denn hin? Wo wollt ihr denn was essen? Wir wollen jetzt einmal nochmal rüber durch die andere Halle durch und dann wollen wir zu Eugen. Eugen nochmal und Uwe nochmal ein kleines Getränke essen. Also man muss nicht nur Halle 8 in den Außenbereich, man muss auch weiterlaufen heute. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Jeden Fall. Und außerdem sind wir von gestern vom Beef Buddy Blogger Treffen noch ein bisschen platt. Wir sind noch ein bisschen kaputt. Wir wollen dann aber noch ein bisschen früher raus. Ja. Gute Sachen können auch anstrengend sein. Ja, definitiv. Es hat so einen Spaß gemacht. Es war so toll. Wir haben echt gutes Geld gekriegt. Die Leute waren super gut drauf. Die Leute haben, glaube ich, auch ein Fun-Jahr. Ja, geil. Wer dieses Jahr nicht da war, muss auf jeden Fall nächstes Jahr mal vorbeischauen. Das hört sich so hundertprozentig an, dass das wiederholt wird. Ja, es wird auch. Da freuen wir uns auch drauf, damit dabei zu sein. Es ist, ich weiß, dass wir einen guten Zweck haben. Wurde ja eigentlich schon mal gesagt, welcher? Ja, genau. Also ein Teil, und zwar hat der Barbecue aus Baden gewonnen. Und der hat seine 1.500 Euro an die Kinderbeziehung gespendet. Und die anderen 1.500 Euro, das wird uns gerade auf der Seite von dem Dezemberanten. Kann man da abstimmen und dann wird in ein paar Tagen bekannt gegeben, wo das Rest gilt. Das entscheiden quasi die Follower. Das entscheiden die Follower. Also das finde ich super. Ich weiß, bis Sie da ganz noch Zeit? Keine Ahnung, steht glaube ich drin. Ich habe es also wir veröffentlichen auch bei Facebook auf der Seite vom Steaklieferanten. Link unten in den Infos. Geht hin, stimmt ab, für wen das Geld sein soll. Genau. Für einen guten Zweck. Für einen guten Zweck. Und nächstes Jahr selber hingehen und den Betrag nochmal erhöhen. Nichts ist besser, als wenn beim zweiten Event mehr Geld kommt. Wir freuen uns über jedes neue Gesicht. Genau. Kommt also vorbei. Da. Immer gute Sachen unterstützen. Ja, ja. Euch noch viel Spaß. Ja. Danke, euch auch. Tschüss. Tschüss. Tag. Tag. So, wir hatten heute schon einen Schweizer. Jetzt haben wir noch einen Niederländer gekriegt. Ja, der beste Holländer. Der beste Holländer, das muss ich auch sagen. Zumindest der leckerste Holländer, der die leckersten Sachen macht. Mit einer traumhaften Outdoor-Küche. Die sieht ja echt super schön aus.
Und auch seine Rezepte und sein Essen sind toll. Du machst das Ganze auf Englisch. Ja. Das ist nett, dass du es nicht auf Holländisch machst. Das finde ich sehr gut, weil man folgt dir gerne, man sieht deine Sachen gerne. Gut, gut. Was machst du hier? Wo guckst du dich um? Bist du nur als Gast da? Ja, ich bin heute als Gast hier. Vielleicht noch ein bisschen drinnen mit Kamado Joe. Und nur für Spaß bin ich hier, und um die Leute kennenzulernen. Ja, wir probieren die Leute zu entertainen. Zu entertainen und auch Werten geben. So Recipes, Instructions. Aber es muss Spaß machen. Das ist das Wichtigste. Das vermittelst du, finde ich, schon. Also, wer ihn nicht kennt, der hat mal verpasst. Der Link ist natürlich unten drunter. Und auf unserem Blog schreiben wir noch ein paar Worte dazu. Das Englische ist sehr gut. Danke. Man kann es sehr gut verstehen, man kann ihm sehr gut folgen. Ja. Guckt euch seine Videos an. Ja. Die sind lecker und informativ. Ja, kommentieren kann auch auf Deutsch. Kein genau. Problem. Er kann mindestens drei Sprachen, von denen ich weiß. Ja. Und zumindest zwei Sprachen kann ich schon mal folgen. Falls ihr einen deutschen Kanal sehen wollt, unser Kanal ist deutsch. Mega, das ist auf unserem Kanal der Fall. Ich weiß. Ja, dann habt noch viel Spaß. Danke. Ich habe mal was Steak gegrillt, um unsere neuen Pfeffersorten vorzustellen. Und zwar haben wir hier Pfeffermischung. Ja, ist Cheshire Pepper, wertvoller Pfeffer. Das ist richtig hochwertige Pfeffermischung. Zum Beispiel beim Classic haben wir Kampfmann-Pfeffer, Timo-Pfeffer, Wurzel-Curry-Pfeffer. Also ganz tolle Pfeffersorten drin. Die anderen haben auch keine Massenware drin, sondern auf kleinen Manufakturen kommen. Wir haben ja ein hochwertiges Mahlwerk mit großem Durchmesser. Das heißt, bei den kleinen zentrierten Mahlwerken habe ich immer hohe Geschwindigkeiten. Und dadurch ist das auch verstört, dass einfach Rösterei, wo Hitze entsteht und so weiter. Hier habe ich halt ein großes Mahlwerk und kann schön langsam und dosiert auf den Pfeffer mahlen. Wir haben ja die Classic-Mischung. Das ist so, was man von Steakpfeffer erwartet halt. Und hier halt mal ein schönes Steak. Das ist Angus Roast Beef auf dem Brei, im Holzfeuer gegrillt. Ich glaube, der Garpunkt kann sich auch sehen lassen. Und dann wollen wir einfach die Ladung rüberreiben. So, das ist der Classic-Pfeffer. Machen gleich weiter mit Mischungen, wo geräucherter Knoblauch dabei ist, zum Beispiel mit ein bisschen Ahornzucker oder halt geräuchertes Salz, geräucherte Chilis dabei und so weiter. Hat sechs verschiedene Sorten, die alle ihre eigenen Geschmacksvielfalt bieten. Wer möchte, kann sich gerne Pizza nehmen. Ich mal zugreifen. Du hast deinen Pizza schon dabei. War klar. Bitteschön. Die kann man halt klassisch für Steak nehmen, aber auch für eine Hähnchenwurst oder für die Grillkartoffeln. Der nächste, Whisky-Pfeffer. Das war Tellicherry-Pfeffer, eine Woche in Bourbon-Whisky eingelegt und dann wieder getrocknet, langsam schonend, dass das Aroma drin bleibt. Dazu haben wir hier noch Chipotle drin, geräucherte Jalapeno-Chili in 3 bis 6 mm Körnung. Das ist schöne rauchige Aroma, leichte Schärfe, kommt auch richtig gut. Und ein grobes Steinsalz. Und etwas tasmanische Pfefferbeere. Eigentlich kein Pfeffer, sondern eine Beere. Also unterscheidet sich vom normalen Pfeffer. Ist aber geschmacklich wirklich wunderbar. Kitzel am Gaumen, gewisse Schärfe. Kommt richtig, richtig gut. Starten wir wieder an. So, die Steaks haben jetzt nur vom Grill ein bisschen Salz bekommen, um eine schöne Kruste zu kriegen. Aber der Pfeffer wird natürlich bei der Hitze auf dem Grill, als auf der Oberfläche gerne verbrennen oder zu stark rösten. Darum sowas immer jetzt anschließen. Ja, das ist der Whisky-Pfeffer. So, da erlaube ich mir einmal Qualitätskontrolle zu machen. So, bitteschön, geräucherter Knoblauch mit Chipotle Chili. Jetzt wird spannend, wir haben eine Black Smoke. Black Smoke
Da ist ein Meersalz drin aus Mexiko. Mexiko eine Woche lang Apfelholz geräuchert. Dann haben wir den süßen Rauchholzaroma, aber nicht dominierend. Die Rauchen sind so bitter und peinlich. Das war halt echt schön Aroma. Dazu Rauchpfeffer und Restpfeffer. Und das ist so blau. Den mache ich etwas sparsamer. Aber alles, was eine schöne Rauchnose kriegen soll, und wenn das Frühstücksei oder Rührei ist, kommt dann richtig gut. Ja. Freue mich schon. Guten Appetit. Ich glaube, den Vaterschaftstest kannst du dir sparen. Echt? Wieso? Verstehe ich gar nicht. Nur weil sie hat echt gelernt seit der DGM. Maker ist noch dabei, ich bin schon durch. Wir haben alle 6 Sorten von Don Marco durchprobiert. Wie fandst du? Sind lecker, also sind unterschiedlich. Ich fand das mit den Ahornzucker gut. Oh, so lecker. Mhm. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir die demnächst mal auch ausprobieren. Und machen damit auch mal was Schönes. Hier kommt die 6. Guck mal, wir haben hier bis 6 jetzt. Warte! Ist das jetzt? Alles scharf. Sondern der ist rund scharf, man schmeckt den Chili noch. Wir haben Habanero drin, wir haben geräuchertes Ancho-Chili, Chipotle-Chili, rotes Salz, geräuchertes Paprika und ja, schöne runde Mischung. Vor allem die scharfen, die wir vorher brauchen. Red Heat. Wenn es euch zu scharf ist, dürft ihr gerne mal auf den Stand kommen und einen Drink abholen. Oh. Nochmal beraten lassen. Dürfen wir auch lügen, wenn es nicht zu scharf ist? Okay. Ja, vielleicht will ich keinen umbringen, soll aber halt schon ein bisschen chili. Nee, Hauptsache ich kriege noch was zu trinken, dann komme ich. Nein, das ist spät. So, wir haben da eine frische Theke, ein Eis, einen TK-Behälter, wie sagt man denn? Und Achim, wollen wir da mal hingehen? Ja, wir können mal ein bisschen beschreiben und darüber sprechen, was wir da sehen und vielleicht dann auch darauf zu sprechen kommen, was ihr jetzt zubereiten wollt. Also, das größte Monster, was ich sehe, ist der lange Fisch da in der Mitte. Das ist ein Barracuda. Ja. Lebt vorwiegend in tropischen Gewässern, also der mag es ein bisschen wärmer. Ja. Ist ein totaler Raubfisch. Mhm. Dann haben wir hier Königskrabbe. Ja. Kamtschatka-Krabbe, reden wir nachher nochmal drüber. Das ist, glaube ich, die größte Meeresfrucht, die es gibt, oder? Ja. Gibt es was Größeres? Aber also die werden noch riesig, die können noch viel größer werden. Ja. Ne? Die haben jetzt, Marcel, was haben die ungefähr? 3, 3,5, 4 ja, Kilo, ne? Ich glaube, die eine war 6. Die eine war 6. Und was hatten wir für eine in Hamburg? Da kommen wir später drauf, du reicht so. 4,5. Also die können noch deutlich größer werden. Die können noch deutlich größer werden. Ist die reinste Plage eigentlich zurzeit. Dann haben wir hier einen Seeteufelschwanz. Leider, wir hatten natürlich einen ganzen Seeteufel bestellt. Wie das mit den Fischen dann ist. Kopf ab. Ne? Da fehlt der Kopf. Da fehlt der Seeteufel hat so ein, kennen Sie bestimmt, ganz ein Drittel des Körpers, oder der geht nochmal bis hierhin, hat so ein Maul. Deswegen hatten wir den eigentlich so bestellt, aber ist halt nicht gekommen. Dann haben wir hinten noch diese silbernen Fische, das sind sogenannte Degenfische, weil die wie ein Degen aussehen. Ist ganz bekannt, also die portugiesische Madeira-Küche ist ganz bekannt für Degenfische. Tiefwasserfische, also bis zu 1000 Meter.
reine Angelware, also da wird nichts irgendwie gezüchtet oder sonst was, die werden geangelt und leben ganz tief unten im totalen Dunkeln. Dann haben wir Sepia, Pulpo und für heute Morgen hatten wir noch Garnelen gehabt für die, na sag schon, Ceviche von Dorade. Die Dorade ist verbraucht, die kommt morgen wieder. Eine neue, genau. So, und was nimmst du dir jetzt vor? Ich nehme hier den kleinen. Den kleinen Barracuda. Ich muss leider mal von der Seite ran. Eine Seite werde ich filetieren. Ja. Die Bauchlappen dann abschneiden, entkräten, in kleine Portionsstücke schneiden, damit wir das hinterher probieren können. Die werde ich braten mit ein bisschen Wacholder, Lorbeer, ein bisschen Butter. Und dann kommen sie nochmal auf den Grill und ziehen etwas nach. Und dazu gibt es eine ganz schnelle Gazpacho. Sehr gut. Muss man den entgräten auf der Bauchseite? Ja. Hat der auch so viele Gräten wie heute Morgen? Da haben wir über den Hecht gesprochen. Der Barracuda hat nicht so fiese, zumindest nicht an dem Teil hier hinten, hier vorne nur so ein paar. Und die sind schnell entfernt. Also der ist relativ pflegeleicht, ne? Im Vergleich zu einem Hecht. Und bleibt die Haut dran? Die lasse ich dran, deswegen habe ich sie geschuppt, weil wenn die kross gebraten ist, den brate ich in der Pfanne an auf der Hautseite und dann packen wir ihn nochmal kurz in den Grill zum Nachziehen auf der Fleischseite und dann ist das super. Gut. Wenn Sie Seespinne mal zubereiten wollen, Sie kriegen sie in Deutschland inzwischen ganz gut. In der Regel als Tiefkühlware und dann kriegt man auch natürlich nicht den Kopf mit, sondern die Beine lassen sich sehr schön in so Dreiecke formen und die werden dann übereinander gelegt und dann kriegt man so ein kleines Paket mit den Seespinnenbeinen und die haben wir jetzt auch schon vorbereitet. Genau. Magst du mal erzählen, was du genau gemacht hast? Also die sind vorgegart, also nicht durchgegart, sondern die sind noch sehr weich. Ich habe jetzt die Schale halbseitig entfernt, weil wir die noch gleich in den Liefer legen wollen, damit die noch ein bisschen Röstaromen bekommen. Und ich habe sie mit ein wenig Butter eingepinselt, damit es ein bisschen besser brutzelt. Ganz normale Butter, gute deutsche Butter mit zwei Knoblauchzehen. Mit zwei Knoblauchzehen. Damit sind die angerieben und sie kommen unter den Biefer. Genau. Der Biefer wird ja sehr, sehr heiß, bis 850 Grad. Da kriegen sie wahrscheinlich ganz, ganz schnell ziemlich viel Hitze. Ja, also das muss richtig gehen. Sonst wird es halt Gummi. Okay. Und was gibt es denn dazu? Das ist eine schnelle Yuzu-Mayo. Das ist fertige Mayonnaise, weil wir nicht wussten, wie das Wetter hier ist. Und eben die rohen Eier ersparen wollten. Und da ist ein bisschen Yuzu-Saft drin, Sesamöl, Wasabi und ein Schuss Sojasauce. Yuzu ist eine Zitrusfrucht, die ganz typisch ist für die asiatische Küche. Liegt so vom Geschmack irgendwo zwischen einer milden sizilianischen Zitrone und einer Mandarine. Riecht auch wie Mandarine. Kriegt man so im Fläschchen, ist nicht teuer und gehört, finde ich, eigentlich in jeden Gewürzschrank. Vor allem für Fisch super. Für Fisch super. Verquirlt mit der Mayonnaise und fertig. Einfach nur verquirlt, genau. Okay. Diese Seespinnen, die haben eine ganz ulkige Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Die stammen eigentlich aus Alaska, Grönland. Alaska, nordjapanisches Meer, da wo es richtig, richtig kalt ist. Und deshalb sind sie in Japan auch immer schon eine große Spezialität und gehören da auf die Karte. Und irgendwann hat, kein Quatsch, Stalin sich überlegt, dass man mit diesen riesen Viechern, weil die einfach so viel Biomasse sind, in schlechten Zeiten doch Moskau annähern könnte, wenn es mal nicht so gut läuft. Und hat die in die Barentssee importiert, wo die sich auch genau wie geplant unglaublich schnell fortgepflanzt haben. Das ist einfach ein bisschen wärmer, da hatten die keine natürlichen Feinde und da hat sie sich unglaublich schnell fortgepflanzt. Und seitdem ist es auch in der russischen Küche immer mal wieder auf der Speisekarte. So, das war schon der Grillvorgang, oder Marcel? Ja. Wie lange war das? So 30 Sekunden. 30 Sekunden auf dem Grillrost, ganz dicht an den Glutteppich, der von oben im Biefer die Hitze birgt und bringt. Mhm. Halbiert jetzt die Stücke nochmal und gleich kommen die in die Bambusschiffchen, ja. Dann ein Klecks Yuzu dazu und dann können Sie die auch nochmal Seespinne probieren. Ja. Also, das sind jetzt zwei.
dann muss man Geduld haben, wenn man die reinpackt, die Filets auf der Hautseite. Und das löst sich dann irgendwann von alleine. Also nichts ist schlimmer, als wenn man ungeduldig ist und fängt dann an, mit einem Schaber oder sowas dann rumzumachen. Wenn es klebt, klebt es, dann löst es sich nicht. Das muss die Hitze, die Kruste entwickeln, damit es dann sich von alleine lösen kann. Also, wenn der Fisch jetzt gleich klebt, dann lässt du ihn einfach ein bisschen länger in der Hoffnung, dass er dann nach einer Weile nicht. Naja, in der Hoffnung, dass die beschichteten Pfannen, wir haben jetzt keine anderen, dass die eben noch gut beschichtet sind, dann klebt eigentlich in der Regel nichts. Okay. Die Temperatur muss trotzdem stimmen, weil auch hier soll ja die Temperatur so hoch sein, dass sich gleich eine Kruste bildet. Aber nochmal ganz kurz zu dem Klebe. Ja. Das ist doch genauso wie bei den Bratkartoffeln, oder? Da heißt es doch immer, die Bratkartoffeln nur nicht zu früh drehen, sondern warten, bis sie sich von alleine vom Pfannenboden löst. Genau. Und dann drehen und dann wieder warten. Ja. Weil das ist nämlich jetzt hier auch der Nachteil an einer beschichteten Pfanne, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Die Hitze ist jetzt Induktionsfeld, geht aber auch mit Gas, würde genauso passieren. Die Hitze ist jetzt relativ groß. Das ist eine leichte Pfanne, der Boden wölbt sich. Also das ist bei einer Edelstahlpfanne, die hat einen schweren Boden. Es gibt natürlich auch beschichtete Pfanne mit schweren Böden. Aber da passiert jetzt nichts, nur man würde jetzt irgendwie nicht gleichmäßig braten können. Wie lange brätst du das jetzt an? Also bei einer Edelstahlpfanne würde ich jetzt sagen, so lange, bis er sich alleine löst. Hier so lange, bis ich mit der Kruste zufrieden bin, die er bekommt. Das dauert vielleicht jetzt 2 Minuten, 3, je nachdem. Kann man natürlich auch beim Anbraten oder während des Anbratens noch ein bisschen aromatisieren. Das machst du mit Rosmarin und ein bisschen Knoblauch? Mit Rosmarin, ein bisschen Knoblauch. Ab und zu nochmal ein bisschen mehr Öl dazugeben. Ich habe ihn auch noch nicht gesalzen, auf gar keinen Fall. Ne? Pfeffer mache ich gleich, aber salzen nicht, weil Salz entzieht natürlich Feuchtigkeit, Wasser und dann würde das Wasser austreten und in die Pfanne kommen und dann würde es irgendwann anfangen zu kochen. Deswegen machen wir das nicht. Kannst du sagen, welchen Fisch der Barracuda geschmacklich ähnelt? Marcel, was weißt du? Ich würde irgendwie so Richtung Wolfsbarsch gehen, aber ein bisschen kräftiger. Bisschen fester. Ein bisschen schnapper. Ja, oder Hellbutter. Eine schnelle Gazzo. Eine Gazpacho ist eine spanische gehackte Tomatensuppe, das wissen die alle. Und wie geht die schnell? Die schnell geht die mit gehackten Tomaten, bisschen Pfefferschote, Sellerie, also nichts, was da jetzt sonst auch reinkäme. Dann haben wir noch Schalotten, ein bisschen Ingwer, ein bisschen Knoblauch. Basilikum ist auch immer gut. Schuss Rotwein. Schüsschen, weil die Tomate ja schon sauer genug ist. Sauer. Muss ich für so eine schnelle Gazpacho frische Tomaten nehmen? Oder? Geht da zur Not auch mal eine Dose mit stückigen Tomaten? Das machen wir jetzt. Achso. Das würdest du doch nicht sagen. Also, richtige Profis nehmen immer die stückigen Tomaten aus der Dose? Nein, natürlich. Okay, natürlich, aber das ist ja wirklich ein schnelles Armbrot. Ja, man hat hier den Vorteil, dass die Kerne raus sind. Also entkernte, stückige Tomaten. Vielleicht ein bisschen Tabasco. Die soll halt auch ein bisschen stückiger sein. Das soll jetzt keine Suppe sein, kein Püree, eher eine Soße. Mhm. Und die kommt dann gleich oben auf die Barracuda Medaillons. Und die hast du, Achim, gerade von den Pfannen in einen Bräter umgeführt. Ja, weil, einfacher Grund, der Grill relativ heiß ist und die Pfannen Plastikgriffe haben. Was glaubst du, wie lange muss dein Fisch noch ziehen? 2-3 Minuten. Das bedeutet, die Zeit bis zum nächsten Probehäppchen ist kurz. Aber jetzt sieht es ja ganz so aus, als... Jetzt sieht es so aus. Kämen wir dem Barracuda Probehappen ein bisschen näher. Ja. So, da muss jetzt mal die Kamera reingucken. Ich finde, das sieht nämlich wirklich gut aus. Da sind sie noch glasig. Da sind sie noch ein bisschen glasig. Auf der... Schnell Gazpacho.
von der Spoga. Wie hat's dir gefallen? Gut. Was hat dir am besten gefallen? Das Essen. War klar, war so klar. Wir haben wieder viele Leute getroffen, die wir schon manchmal gesehen haben. Wir haben neue getroffen, auch die wir noch nicht gesehen haben. Grüße an den großen Holländer und an die Sizzle Brothers. Ja, genau. Die Sizzle Brothers haben wir auch gesehen. Wir haben sie nicht interviewt, aber wir haben ein schönes Foto mit denen. Ja, es hat uns Spaß gemacht. Ich hoffe, meine Haare wurden ganz oft durchgewuschelt. Nee, du hast auch Haare durchgewuschelt. Wirklich? Von Olli. Hm. Ja, es war toll. Wir haben auch mal was Neues gegessen bei Beef. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Und bis nächste Woche. Tschüss. Wollen wir das mit Aufnahme machen? Ich hab's heute nicht drauf, ey. Du hast nichts? Nein, ich hab's heute nicht drauf. Oh Mann. Alter Schwede, ey.